Hallo liebe Kaffee-Liebhaber, heute darf ich euch Café Aselio von Aiti Café aus Rom vorstellen. Ein Café, der mir sehr ans Herz gewachsen ist und den ich heiß liebe, ist nämlich ein Café mit richtig viel Charakter. Aber was ihr von dem Café erwarten könnt, mehr dazu in dem Video. Also bleibt dran. Café Aselio ist mir sehr ans Herz gewachsen. Es ist ein Kaffee, den ich wirklich liebe und ich habe ihn jetzt länger nicht getrunken und ich war echt, wie ich ihn mir gemacht habe, um das Video vorzubereiten, habe ich gedacht, oh, den sollte ich echt öfters in der Mülle haben, der ist richtig, richtig geil. Ein Kaffee mit richtig viel Charakter und bevor ich da jetzt beginne auszuschweifen, für alle, die meinen, ich rede zu viel, das höre ich immer wieder und ich verstehe es voll und ganz, ich habe euch unten hier Chapters gemacht, also Kapitel, da könnt ihr vorspringen und ich werde sie auch entsprechend benennen, dass ihr wisst, wo was kommt, weil als allererstes muss ich mal über den Röster hier reden und über den Namen vom Café und dann gehen wir zum Kaffee machen. Also, Café Aselio, ist nicht so ganz klar, wenn man das so anschaut, kommt aus Rom, das steht groß drauf, aber kommt von Aiti Café. Aiti Café ist eine Rösterei, die in einer kleinen Villa in Rom röstet. Und ich weiß noch, wie der Robert das erste Mal bei Aiti Café war und mich anruft und gesagt hat, ah, ich dachte, das ist in einem Industriegebiet oder in einer Halle, wie Röstereien öfters sind, aber es ist in einer Villa mit Säulenhalle und allem drum und dran wird im Erdgeschoss Kaffee geröstet. Und Aselio ist der Kaffee, der ist im Gedenken an den Firmengründer von Café Aiti, Matteo Aselio. Dementsprechend heißt der Kaffee so und das ist auch das Originalrezept, mit dem Café Aiti angefangen hat. Es ist eine Mischung aus den 60er Jahren, 50% Arabica, 50% Robusta. Und das Schöne an so klassischen Oldschool-Röstungen, ja, wie man echt sagen muss, ist, dass sie nicht versuchen, alle happy zu machen. Also das ist ein Kaffee, der hat Kanten und Ecken, der hat Charakter und da ist völlig okay, wenn ihr sagt, hey, der ist mir zu heftig, also der ist mir zu eckig, da tut sich über viel, das mag ich nicht. Das ist ein Kaffee für alle, die Charakter im Kaffee schätzen. Ein Kaffee, der richtig was mitbringt und dem es auch völlig egal ist, wenn er nicht gemocht wird, sagen wir es mal so, oder weil er aneckt und genau das mag er nämlich und das schätze ich an ihm. Und wir nennen ihn klassisch, es ist ein You Love It or You Hate It Kaffee. Also entweder du sagst, es ist ein richtig geiler Kaffee, ich mag nichts anderes mehr trinken, auf der Welle bin ich gerade, oder ihr sagt, na, das ist mir zu heftig, verstehe ich voll und ganz. Als nächstes würde ich sagen, machen wir mal den Kaffee, aber reden wir mal kurz, was es gibt. Es gibt den Kaffee nämlich im Kilo. Bleibt mal dran. Dann gibt es im Viertelkilo. Da weiß ich noch, wie wir Kaffee die darum gebeten haben, Viertelkilos zu machen, weil es einfach angenehm ist. Gibt es ihn im Viertelkilo. Es gibt ihn sogar gemahlen und es gibt ihn in einem super guten Esepad. Also ein Kaffee in jedem Aggregatzustand. Also ich habe gesagt, wir reden heute darüber, wie wir Café Aselio im Siebträger machen. Ich habe gesagt, es ist eine 50% Arabica, 50% Robusta Mischung und sie ist sehr dunkel geröstet. Also Neapolitaner können noch dunkler, aber das ist wirklich dunkel und auch für einen Römer und auch für Café Aiti ist es ein richtig schön dunkel gerösteter Kaffee. Café Aiti hat immer super Bohnenqualität und die Bohnen, die haben so einen leichten Schimmer obendrauf. Ist total schön, taugt mir mega. Das ist so das, wenn ich sage, so ganz, ganz feiner Ölfilm obendrauf, weil sie halt richtig dunkel geröstet sind. 50% Robusta, das heißt, ich sehe einige Robusta-Bohnen natürlich drinnen. Das ist eh super, weil das wird mir Körper und Schoko geben. Eine Sache ist, und das sage ich ganz ehrlich bei dem Kaffee dazu, das war der erste Kaffee, mit dem ich mir so richtig schwer getan habe. Nicht geschmacklich, sondern ihn zu machen. Und sagen wir so, wir sind alle ja nicht geboren und können einfach Kaffee machen und als ich vor 10 Jahren begonnen habe, mehr Siebträgerkaffee zu machen und mich wirklich damit auseinanderzusetzen, das war irgendwie mein Endgegner. Das war ein Kaffee, den ich überhaupt nicht hinbekommen habe. Ich habe mir so schwer getan, mein Equipment war an Limit und ich wusste nicht, was ich mache. Und das ist etwas, was Kaffee die generell hat und bei Aselio ist das ganz extrem. Den Kaffee müsst ihr richtig fein mahlen, also richtig fein und dann seid ihr, kennt eure Cafés, ihr kennt eure Mühle, ihr wisst genau, wo ihr unterwegs seid und der Kaffee wird wahrscheinlich ziemlich sicher am feinsten Ende unten unterwegs sein. Das ist er immer und ich habe bis jetzt nicht herausfinden können, warum, egal wie frisch geröstet er ist, er will extrem fein gemahlen werden. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, weil wenn ich so extrem fein gemahlenen Kaffee im Siebträger habe, dann kriege ich ja andere Probleme, kriege ich Channeling, dann muss ich extrem sauber arbeiten und sind wir ehrlich, wir sind alles nicht Barista-Weltmeister, wir wollen kontinuierlich guten Kaffee machen. Deswegen ist mein Trick hier recht einfach. Ich nehme sehr viel Kaffee. Ich nehme viel Kaffee und mahle noch immer fein und dann kommt er richtig geil raus. Und genau das ist mein Tipp heute. Ich gebe euch die Zahlen und Fakten dann, aber generell einmal, ihr nehmt richtig, richtig viel Kaffee für euer Sieb und ihr malt ihn ziemlich fein und arbeitet euch dann hin. Jetzt gehen wir mal auf die Facts ein, die wir heute haben. Ich stelle die nur kurz zur Seite. Was machen wir heute?
Ich habe hier drinnen 17,5 Gramm Kaffee. Das Ganze kommt dann in ein 14 bis 16 Gramm EMS Competition Sieb. Linke ich dann unten rein, das habe ich hier in meinem Siebträger drinnen. Und ich versuche in 27, 30 Sekunden, das ist so die Range, die für den Kaffee echt nice ist, zwei Espresso-Tassen zu machen. Wenn ihr es genau wissen wollt, ich hole 30 Gramm raus in Summe oder zweimal 25 Milliliter, der macht relativ viel Crema und dementsprechend 25 Milliliter. Also zwei Espresso aus 17,5 Gramm Kaffee, 27 bis 30 Sekunden, also nicht ultra langsam extrahiert, aber relativ viel Kaffee für ein sehr kleines Sieb. Und das ist das, was bei dem halt echt der Schmäh ist, dass ich ein kleines Sieb richtig voll fülle. Das braucht er und da fühlt er sich wohl. Also malen wir den einmal, gehen mal in die Mühle rein. Und malen wir den durch. So, da haben wir ihn. Frisch gemahlen. Ach Gott, das duftet extrem gut. Also beim Ausspannen immer spülen, damit da alles passt. Von der Temperatur her, es ist ein klassischer Kaffee. Er mag es klassisch. Das ist das Schöne. Wenn man mal das Rezept sonst heraus hat, er ist easy zum Handhaben. Er mag es eher heiß. Ich mache ihn hier jetzt mit der Stufe 1 von der Maschine. Es sind so 93, 94 Grad. Da fühlt er sich wohl. Eher heiß, ungewöhnlich für so dunkel und mit viel robuster, ich weiß, aber der Kaffee macht einiges anders. So, Siebträger ist ready. Tassen sind natürlich brennheiß. Wir machen einen Kaffee, der aus Rom kommt, also einen römischen Kaffee. Brauche ich auf jeden Fall heiße Tassen. Und machen wir mal. Also, ich habe einige Shots davor gemacht und wir haben den auch hier im Studio verkostet und auch drüber wirklich viel gefachsimpelt, weil wir alle hin und weg waren, wie verdammt gut der Kaffee war. Es ist ein 50% robuster Kaffee und man sollte sich davon was relativ Einfaches erwarten und das könnt ihr euch bei dem nicht erwarten. Da bringt er mich richtig viel mit. Lasst mich mal probieren. Noch immer so. Es ist mega. Er ist intensiv. Er ist dicht, er ist wie Schokopudding und er fühlt sich im Hals auch an, so richtig ölig, fast wie Olivenöl. Ich habe früher immer gesagt, er ist wie Bitterschokolade, wie wenn jemand Pfeffer daneben reibt. Das war immer so meine Beschreibung für diesen Kaffee. Und da kann ich noch immer dahinter stehen, aber ich muss jetzt noch mehr hinzufügen. Kaffee ändert sich über die verschiedenen Chargen. Ich versuche hier das Beste zu beschreiben, was ich mit meiner momentanen Charge beschreiben kann. Der Röst ist bemüht, das immer gleich zu halten, aber sind wir ehrlich, unser Equipment ändert sich. Unsere Technik, mit der wir arbeiten, ändert sich. Mein Rezept ändert sich vielleicht auch leicht. Und dann ändert sich noch das Rohmaterial daran. Dementsprechend ist das immer nur eine Momentaufnahme. Aber der Kaffee bringt so wahnsinnig viele geile Erinnerungen für mich zurück, wenn ich den trinke. Wenn ich ihn beschreiben muss. Ich habe das Schokopulver voll da. Aber wenn ihr so ein Tiramisu esst, und es ist so ein richtig hohes, und ihr habt unten die Biskotten drin, und die sind vollgesaugt mit Kaffee und ein bisschen Alkohol, und genau dieser Löffel dort unten, und ihr nehmt es dann in den Mund, dann habt ihr das Schokopulver oben noch am Löffel picken. Genau das ist das. Genau dieser Effekt von, ui, das ist jetzt richtig intensiv. Ja, ui, das ist jetzt richtig intensiv. Aber Schoko und ölig und irgendwie total geil. Das bringt er mit. Es ist ein bisschen eine Geschmacksexplosion in Reinform, weil er so intensiv ist. Aber es taugt mir einfach total. Also er ist weder bitter. Und das überrascht mich immer wieder an dem Kaffee. Wenn ich den richtig mache, ist er nicht bitter. Obwohl es ein 50% robuster Kaffee, der richtig dicht ist. Er ist nicht bitter. Er hat dieses extrem geile Tiramisu-Feel, was ich habe, wenn ich unten im Tiramisu drin bin. Aber dann im Abgang, und das braucht ein bisschen. Jetzt, während ich rede, kommt das langsam, habe ich das Olivenöl-Pfeffer-Feeling im Hals. So leicht scharf. Und dann vorne so Tiramisu-Schokopulver. Und auch rein von der Viskosität hier in der Tasse, wenn wir dieses wunderschöne Wort verwenden, das ist wie ein Pudding. Die Crema ist extrem dunkel, ohne dass sie verbrannt ist. Also ich habe die Crema nicht mit der Maschine verbrannt. Einfach, es ist ein extrem dunkler und intensiver Kaffee. Und es ist, ehrlich, ich sage euch, es ist echt schade, ich kann es nicht beschreiben, aber
das müsst ihr probieren. Also wenn ihr auf Kaffee steht, die richtig intensiv sind, ohne bitter zu sein, total dicht und so richtig eine Geschmacksexplosion auslösen, ist das geil, ehrlich. Ah. Vor allem dieses Schokofil und dazu Tiramisu und dann dieses Ölige im Abgang und das Ganze so in einem dickflüssigen Kaffee-Ding drinnen. Ja, ihr seht's. I'm very happy. Also der Kaffee macht mich sehr, sehr glücklich. Es ist so alles, was ich, wenn ich italienischen Kaffee beschreiben muss und mich einer fragt, hey, warum magst du italienischen Kaffee? Warum magst du dunkle Röstungen? Magst du helle Röstungen? Nicht, das ist es. Genau das ist es. Dieses tiefe, intensive, schokoladige, dieses ölige, diese Viskosität, die einfach unglaublich ist und die Abstinenz von Säure und wenn richtig gemacht, auch die Abstinenz von Bitternoten, sondern einfach nur tiefe Schokolade. Was der Kaffee nicht ist, er ist nicht süß. Also ich habe diese Süße, die ich bei manchen klassischen Italienern habe, gar nicht. Er ist eher mehr pfeffrig, ölig, Schoko und dieses Tiramisu-Feel auch noch dazu. Sind wir ehrlich, das ist eh genug. Also, wow, wow. Also, Haiti Kaffee, ich muss echt sagen, der Aselio ist unglaublich. Und ich finde das toll, dass er dieses Originalrezept vom Firmengründer wieder aufgelegt hat. Das ist ein ganz, ein toller Kaffee, den man mal probiert haben muss. Und ich habe ihn jetzt als Espresso gemacht, aber keine Sorge, ich habe den ja schon lange und oft getrunken. Er ist super im Cappuccino, also gerade weil er so viel Power und Tiramisu viel hat. Wenn ich da Milch dazu tue, habe ich noch immer einen Kaffee, den ich schmecke und die Milch, die nimmt mir ein bisschen die Stärke runter. Im Espresso, wenn ich ihn mit dem Rezept mache, was ich euch gerade gezeigt habe, kann ich das jeden Morgen trinken. Der ist super. Den kann ich auch am Nachmittag trinken, weil er so richtig, richtig schön ist und mich einfach glücklich macht. Und das wirklich Praktische ist halt vor allem das kleine Backerl. Ich bin großer Fan von den 250 Gramm Backerl, weil ich gerne viele Kaffees herumprobiere. Die italienischen Röster machen das nicht so gerne. Die meisten Kaffees werden ja für Gastronomen gemacht und geröstet. Und dementsprechend ist ja ein Kilo ja schon eine kleine Packung, aber er macht das kleine Backerl, was halt super praktisch ist. Kleines Backerl, immer frisch aufmachen und kann man diesen geilen Kaffee rausziehen. Er ist ein Geheimtipp in der Mokka-Kanne. Ja, ich habe auch gesagt, den Kaffee gibt es auch gemahlen und ich denke mir, hey, zu einem Video über den Haiti Aselio gehört natürlich dann auch ein Mokka und zwar mit einem gemahlenen Kaffee und ich weiß, jetzt werde ich hören, oh, aber gemahlener Kaffee, das geht doch viel besser, wenn man frisch malt. Auf jeden Fall, aber manchmal ist es einfach extrem praktisch. Also mach mal schnell den Mokka mit einem gemahlenen Kaffee. Schnapp ich mir meine geliebte Bialetti. Und ich habe jetzt ein Video zu ihr gemacht, wie man das am besten macht. Machen wir das jetzt relativ zügig. Ich habe beim Video, wo ich das gemacht habe, gehört, dass ich viel zu lange rede und ich verstehe euch. Das hat meine Mama schon gesagt. Dementsprechend mache ich meine Technik, mit der ich gerne den Mokka aus der Bialetti mache. Heißt, das Wasser erst oben rein, dann von oben nach unten. So ist alles warm. Ich schaue nochmal, dass die Dichtung schön sauber ist. Das hier kommt rein. Ich habe die Herdplatte schon aufgedreht. Geben wir hier oben den Kaffee rein. Das Schöne ist bei den Italienern, wenn man gemahlenen Kaffee für die Mokka bekommt vom Röster, dass deine Marke auch wirklich passt. Also da hat sich jemand hat das probiert. Ich meine, zum Beispiel bei Haiti Kaffee, da wird sich das genau angeschaut, dass der dann noch wirklich zur Mokka-Kanne passt. Weil man muss halt schon sagen, die Mokka-Kanne ist ein italienischer Klassiker. Ja? Und dementsprechend ist es den Röstern auch wichtig, dass da der Kaffee gut rauskommt daraus. So, ich gebe jetzt unten auf dem Boden das Wasser, wie ich in meinem Video zur Mokka-Kanne hier erkläre, den Grund, warum ich das mache. Ich persönlich finde, es schmeckt besser, sage ich euch ganz ehrlich. So, und jetzt heißt es nur noch kurz warten. So einfach und easy geht das. Schauen wir uns das einmal an. Eieiei, alles durchgekommen. Also ich habe jetzt ein bisschen auskühlen lassen und schauen wir mal, wie er da rauskommt. Weil, man muss schon sagen, ich finde den Kaffee ja generell super. Er ist sehr kräftig, er hat viel Charakter, das habe ich schon gesagt. Aber zwischen Espressomaschine und Mokka ist geschmacklich immer ein Unterschied. Also eine andere Extraktionsmethode, hier wird viel Druck angewandt, hier geht es mehr oder weniger mit einem Bar zur Sache, relativ dezent. Aber ich habe eine längere Kontaktzeit vom Wasser zum Kaffee als beim Espresso. Es werden einfach andere Sachen rausgelöst. Und gerade beim Aselio finde ich wichtig, dass ich den Workflow mit der Mokka-Kanne richtig mache. Ich will es hier nicht verüberkomplizieren, aber generell ist das heiße Wasser hier natürlich King. Und dann ist der Kaffee nämlich, ist er 50 robuster Kaffee. Also kann aus der Mokka-Kanne sonst sehr kräftig sein, aber
Der ist super schön. Ich habe diese Schokonote und so ein bisschen eine pfeffrige Note noch dabei. Ich habe diese tiefe Schokolade, wie ich sie vorher beschrieben habe im Espresso, habe ich hier nicht drinnen, sondern echt so ein bisschen Bitterschokolade mit Pfeffer dabei. Und ich finde das richtig geil. Also diese leichte Schärfe, aber der Kaffee, so aus der Mokka, ist echt gut. Also ich kann das Elio auch vorgemahlen in der Mokka. Eine feine Geschichte. Aber machen wir weiter. Den Acelio gibt es ja auch als Esepad oder Cialde, wie es in Italien heißt. Esepad heißt Easy Serving Espresso. Und genau darum geht es ja. Es geht ja darum, dass ich den aufmache, rausnehme und mir einen guten Kaffee machen kann. Schauen wir uns mal an, wie das rauskommt und was ihr da erwarten könnt vom Esepad vom Acelio. Weil, wie ich in meinem Esepad-Video erwähnt, sind nicht alle Esepads gleich. Genauso wie nicht alle Maschinen gleich sind. Und auch wenn ich mit der Maschine ein bisschen eine Hassliebe momentan habe, muss ich sagen, dass der Acelio, wenn ihr euch das anschaut, da richtig geil rauskommt. So, schauen wir uns das mal an. Das Schöne am Esepad ist, der Röster überlegt sich, wie er rauskommen soll. Wenn die Maschine und der Pad einigermaßen zusammenpassen, das ist immer so ein bisschen die Magic an der Sache, kriegt ihr da was in der Tasse, was meistens sehr fein ist und ihr müsst keine Arbeit machen, weil ihr macht den Pad auf und das war die Geschichte. Und als Esepad ist er wieder ganz anders. Er ist nicht so dicht und schokoladig und tief, wie er als Espresso ist. Esepad schafft das meistens nicht genau wie der Espresso zu sein. Ich muss sagen, ehrlich, der ist richtig nice. Er ist relativ sanft und weich. Ich finde generell bei Esepads kann man ruhig mit einem robusten Anteil gut nach oben gehen, damit man was Geiles in der Tasse hat. Aber der ist weich, rund, süß und leicht schokoladig im Abgang. Fast schon harmonisch und gemächlich. Also nicht so der Dampfhammer, wie man erwarten würde. Also ein richtig geiler, runder, weicher Kaffee. Wirklich fein. Also Acelios Esepad. Easy cheesy, harmonisch, schön süß und schokoladig. Also hat auch was, oder? Schöne Geschichte. Da höre ich jetzt auf. Wie gesagt, Café Haiti, Acelio, einer der Cafés, mit dem ich mir am Anfang wirklich schwer getan habe. Und jetzt sagen muss, wenn du es mal heraus hast, ist es ein richtig, richtig geiler Kaffee. Deine Mühle muss fein genug mahlen können. Das ist bei dem Kaffee manchmal ein Thema, aber es ist absolut wert, das einmal auszuloten, wie weit ich gehen kann. Also. Café Acelio von Haiti Café. Ich bin der Philipp von Vittoria und ich sage danke und bis zum nächsten Mal.